Düsseldorf. Das vornehmlich auch auf der Graf-Adolf-Straße. Das ist eine Gegend, wo viele Menschen mit Migrationshintergrund ihre Cafés oder ihre Büroräume haben. Und seit Wochen müssen diese Menschen Beschimpfungen, Bedrohungen, Attacken ertragen. Da werden Hitlergrüße gezeigt, das Horst-Wessel-Lied wird gesungen. Alles das ist durch die Presse gegangen. Und wir fragen uns, warum hier das Versammlungsrecht einer sehr kleinen Gruppe, die mittlerweile, das sagen alle, von Neonazis unterwandert ist, mehr Recht hat als Menschen, die schon jahrzehntelang in Düsseldorf wohnen und auch ihre Rechte haben, nämlich den Recht auf ihre persönliche Unversehrtheit. Deshalb stehen wir heute und möchten eigentlich darauf hinweisen, dass wir dieses Ping-Pong zwischen Polizei und Verwaltungsgericht eher mäßig befriedigend finden, sondern wir sagen, entweder macht die Polizei eine gescheite Auflage, die vor Gericht standhält, oder das Gericht entscheidet sich, diese Versammlung darf eigentlich nicht in der Form durchgeführt werden. Wir haben jetzt für nächsten Montag die Situation, dass die Route direkt an zwei Moscheen in Düsseldorf vorbeiführt. Wir finden, das geht gar nicht, dass Neonazis in Düsseldorf an Religionshäusern vorbeiziehen. Wir finden, das stört massiv den sozialen Frieden in dieser Stadt und gehört für uns verhindert und verboten. So, wir sind hier 1, 2, 3 Anmelder, 4 und 5 fehlen noch, kommen gleich, die seit Montagen Kundgebungen anhand der Route von Dugida angemeldet haben und dort Protestaktionen angemeldet haben und durchgeführt haben. Und wir sagen jetzt alle nochmal zum Thema, was uns stört und was wir vom Verwaltungsgericht erwarten. Hallo erstmal, danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich finde es wichtig, dass Menschen in unserer Stadt keine Angst mehr haben müssen. Die Situation hat sich so drastisch verschlimmert, dass Anwohner der Graf-Adolf-Straße, Karlstraße Angst um ihre Läden haben, Angst haben, abends alleine über die Straße zu laufen, Angst haben, überhaupt in der Stadt Kunst zu tun, dass sie gegen die Divider sind, das darf nicht sein. Wir wollen eine weltoffene Stadt bleiben. Wir lieben dafür Düsseldorf, wir leben ja auch in Düsseldorf alle, weil wir uns die ausgesucht haben, weil sie so bunt ist, weil sie so schön ist, weil wir tolerant sind. Und Toleranz ist was anderes als das, was wir jeden Montag auf den Straßen von Düsseldorf marschieren sehen. Ich hoffe, dass wir keinen Raum für Nazi-Propaganda geben. Das passiert nämlich, deswegen rufe ich auch die Richter des Verwaltungsgerichts auf, keine Chance, diesen Rechtsradikalen zu geben. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Und wenn man das Grundgesetz sich näher betrachtet, dann müsste man das eigentlich auch wissen. In dem Sinne an den Richter, der die Entscheidung zu treffen hat, wenn die Dittmar demnächst wieder in Beschwerde geht, wenn unsere Polizei es verbieten möchte. Er kann ja ein kleines Gespräch mit mir führen. Ich kann ihm auf jeden Fall eine Grundlage dafür bieten. Mein Leben ist gefährdet. Ich werde jede Woche bedroht über Internet und ich denke, das reicht aus. Die öffentliche Sicherheit, der öffentliche Frieden ist wichtiger als irgendeine rechtsradikale Meinung, die Menschenleben gefährdet. So. Grüßen Celebi Kantolieder, ich bin Christian Jäger, Sprecher der Linken in Düsseldorf. Auch wir sind Mitanmeldern, neben anderen Parteien, neben anderen Organisationen. Und was Dugida dort jeden Montag treibt, das ist unserer Meinung nach Volksverhetzung oder grenzt an Volksverhetzung. Das ist Provokation. Man sieht es an den Demostrecken, an der Graf-Adolf-Straße entlang, an vielen migrantischen Geschäften entlang, jetzt an zwei Moscheen entlang. Das schürt Unfrieden, das schürt Gewalt, das gefährdet das Zusammenleben, das Miteinander der Kulturen in Düsseldorf. Und wir fordern dieses Gericht auf, deutlich zu unterscheiden zwischen einer freien Meinungsäußerung und etwas, was an Volksverhetzung grenzt. Wir sind der Meinung, die Düsseldorfer Polizei sollte die Gegendemonstrationen, die stattfinden, nicht in dieser restriktiven Form, wie das bisher geschah, begleiten. Und dieses Gericht sollte künftig die Auflagen für Dugida nicht ohne weiteres abweisen und damit ermutigen, dass sich manche Gruppen in dieser Stadt oder die zu uns kommen, dazu ermutigt fühlen, weiterhin zu provozieren, Hass zu schüren und eventuell sogar, wie wir das teilweise gesehen haben, gewalttätig zu werden. Ja, Thorsten Nagel, SJPD Falken, wir sind auch mit Anmelder. Jetzt ist ja schon ganz, ganz viel gesagt worden. Zum kommenden Montag machen wir uns konkret die Sorge, unsere Kundgebung liegt mitten in der Nazi-Route und wir wissen nicht, wie die Polizei gewährleisten kann und will, dass wir irgendwie unseren Kundgebungsort erreichen können. Der ist auf der Mintrop-Straße und liegt praktisch
umzingelt, so wie die da laufen will, genau mittendrin. Und das ist eine Frage, keine Ahnung, wie da das Versammlungsrecht durchgesetzt werden soll und die Polizei das gewährleisten will. Ich würde noch ein anderes Fass mit auftun. Wir Falken haben unser Büro in Gerresheim. Dort gab es letzte Woche eine Versammlung im Gymnasium am Pod, wo es um Asylheime ging in Ludenberg. Und was ich dort erlebt habe an rechtspopulistischer, rassistischer Stimmung, würde ich sagen, da trifft es genau, also trifft die Gida oder Pigida oder beide genau auf so einen Nerv, wo sich auch viele Bürger aus der Mitte, wo rechtspopulistische oder rassistische Ressentiments auch vorhanden sind, sich dem anschließen können. Und das macht mir hier in Düsseldorf ganz, ganz große Sorge, wenn ich überlege, ne? Wir reden ja dann immer vom Osten irgendwie, wie viele Anhänger, Anhängerinnen in Dresden bei Pegida laufen. Das Potenzial ist in Düsseldorf durchaus auch vorhanden. Wer das miterlebt hat, was dort abgegangen ist am Pod in Gerresheim, das war ganz, ganz schlimm, fand ich ganz, ganz schlimm. Und das hatte nichts mit weltoffener Stadt zu tun, gar nichts. Ja, also wir stehen gleich auch noch zu Fragen für die Presse, was wir nochmal ganz deutlich sagen. Uns geht es nicht um eine Einschränkung des Versammlungsrechts. Wir denken, das ist für viele andere gute Initiativen dieser Stadt auch nötig, dass es ein großzügig ausgelegtes Versammlungsrecht gibt. Aber, und das große Aber heißt hier, Neonazis, die nur provozieren wollen, vor einer Moschee, vor einer Anwaltskanzlei, für die sagen wir, muss es kein Versammlungsrecht geben. Das wollen wir einschränken. Das ist unser Appell hier heute, dass wir vor dem Verwaltungsgericht stehen, dass wir genau das fordern. Von der Polizei, von dem Verwaltungsrecht, dass Düsseldorf das bleibt, was es ist. Eine möglichst weltoffene, bunte Stadt. Und es gibt, muss man sagen, auch ganz viele Menschen, die sich gerade für Flüchtlinge in dieser Stadt engagieren, in die Heime gehen, da ganz viel organisieren. Da wird es auch nächste Woche nochmal eine Pressekonferenz zu geben. Also es ist eher so, dass Neonazis von außerhalb mittlerweile Düsseldorf als Eventkultur betrachten. Hier kann ich hingehen, hier kann ich Menschen mit Migrationshintergrund bedrohen. Und wir wollen eins ganz deutlich sagen, das muss aufhören. Ja, wir rufen weiterhin zu Protesten auf. Am Montag werden wir wieder rund um die Rüte sein mit verschiedenen Aktionen, auch mit Aktionen des zivilen Ungehorsams. Wir planen um 18 Uhr einen Flashmob im Hauptbahnhof. Bringt alle eine Tageszeitung mit. Das ist der erste Protest, aber es wird weitere zahlreiche auf und an der Route geben. Und dazu seid ihr, sind Sie herzlich eingeladen. Dankeschön. Ja.